Mir geht es soweit gut. Die OP ist optimal verlaufen und ich bin auch zufrieden mit dem Heilungsprozess. Die Füße sind guter Dinge und es gibt mir dann auch Kraft und Hoffnung, dass es das so vorangeht. Wir machen jetzt den ultimativen Test. Wir gucken mal, ob es schon besser geht. Ich war ja heute bei meinen Physiotherapeuten. Jetzt gucken wir mal, ob ich schon... Guck mal, auf einem. Ich kann schon ohne Krücken. Und jetzt leichte Sprünge. Ja, schon viel besser. Also zwei Wochen, dann bin ich wieder dabei. Ja, jetzt müssen wir natürlich alle ein bisschen enger zusammenstehen. Natürlich wird es auf der Bank immer dünner vom Kader her. Und mehr sammeln sich hinter der Bank an, die dann zuschauen müssen. Aber deswegen glaube ich nicht, dass die Moral leidet. Also wir sind alle noch guter Dinge und wollen ja bis zum Schluss Gas geben. Und das wird hoffentlich auch der Fall sein. Und ich spreche der Mannschaft da ein Lob aus, wie sie da in Magdeburg den Punkt erkämpft hat richtig und in Flensburg auch knapp verloren. Also schon richtig, richtig großes Kino, das muss ich sagen. Ich werde heute das erste Mal auf dem Fahrrad sitzen und mal gucken, wie es so geht. Und bislang kann man gar nichts sagen, weil wenn man die Schiene anhat, dann ist das Bein natürlich geschützt. Und muss mal gucken, wie es jetzt auf Belastung reagiert. Aber auf der Bank bin ich natürlich auf jeden Fall dabei. Vielleicht auch im Trikot, mal gucken. Ja, jetzt die ersten 4 Wochen konnte ich nicht viel machen. Da besteht es dann mehr aus Lymphdrainage, die Schwellung runterbringen, obwohl es eigentlich wenig Schwellung war. Und das Knie beweglich wie möglich zu halten. Und nach 4 Wochen kann man dann auch wieder voll belasten, kann ohne Krücken gehen, Auto fahren und dann ist auch der Fortschritt mehr da und man sieht auch als Spieler, jawohl, es geht voran und kann dann auch so ein bisschen mehr einzelne Schritte dann besser verfolgen. Und ich hoffe einfach, dass es gut läuft und so weitergeht, wie es so aktuell ist und dann habe ich da auch keine Bedenken, dass es gut wird.